Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 3, 4 der Dennis Spitas. Wir befinden uns hier in Köln Hauptbahnhof und wir haben die Aufgabe, unseren ICE 735 in Form von BR401 von Köln nach Aachen mit Zwischenhalt in Düren zu fahren. Und ich würde sagen, wir steigen ein und rüsten unseren Zug mal ein wenig auf. Und zwar müssen wir natürlich noch die Lichter einstellen, beziehungsweise das müssen wir auf ein machen. Das nach vorne verlegen. Wir müssen natürlich die Zugsicherungssysteme einstellen und die A, B. Da, zack. So. Die müssen wir noch auf 40 stellen. Das erste. So. Haben wir soweit? Dann haben wir noch Zeit, uns bis 18:03 hier umzuschauen im Kölner Hauptbahnhof. Das können wir auch an dieser Stelle machen und sehen, dass hier einiges los ist, beziehungsweise gleich los sein wird. Denn hier zum Beispiel fährt der ICE 2508 vom nach Passau Hauptbahnhof. Hier fährt der ICE 317 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dort drüben gibt es noch den RE8, der dort vorne steht, der um 18:03 auf dem Weg nach Koblenz sein wird. Wie gesagt, das ist ein Szenario-Mod mit dem ICE1 hier in Köln Hauptbahnhof. Mit ganz viel KI, das kann ich euch versprechen. Hier gibt vielleicht noch ein RE8 auf dem Weg oder nach Mönchengladbach Hauptbahnhof fahren. Also ihr seht es allein hier an den Anzeigetafeln, ist schon einiges angezeigt, was hier gleich einfallen wird. Dort drüben kommt schon der erste, eine Quitschi, die hier in Kölner Hauptbahnhof einfährt. Und es gab diesen Szenario-Mod in zwei Varianten, einmal in hell und einmal in dunkel. Ich habe mir für die dunkle Version entschieden, weil das einfach gemütlicher ist, finde ich. Hat etwas und ihr müsst dafür eigentlich nicht viel besitzen. Eigentlich nur ein paar Strecken. So, wir dürfen jetzt gleich schön hier regeln. Und zwar jetzt. Schließen sich, wir lösen schon mal die Bremse und dann haben wir Ausfall, würde ich sagen. Überprüfen das noch mal mit dem Stellwerk. Ja, das heißt, wir fahren. Erster Halt, Düren. So, seht, da kommt schon der erste ICE reingefahren. Da kommt ein Quitschi. So, spielen wir mal rein.
auch gleich 80. LZB. Verlassen wir so langsam den Kölner Hauptbahnhof. Bis Düren haben wir einen Güterzug vor uns, der uns leider ein wenig einbremsen wird. Das heißt, wir werden die 200 km/h bis Düren nicht erreichen. Dementsprechend werden wir immer mal wieder ein wenig abbremsen müssen, beziehungsweise die LZB uns abbremsen, weil wir halt einfach einen Güterzug vor uns haben. So ist das nun mal. Auch das gehört zum Bahnalltag dazu. Ihr seht, das erste Rot des Signals ist bereits da. Deswegen werden wir jetzt auch schon wieder abbremsen. Hat sich in diesem Moment erledigt. Aber das wird nicht das letzte sein. Ich habe es vorhin schon mal angespielt. Das ist das nächste. Wir werden die 200 km/h nicht erreichen bis Düren. So, da sind wir. Dort fährt der Güterzug. Da ist er, der uns aufhält auf unserem Fahrweg. Das ist halt leider das Problem.
26 Kilometer, die wir jetzt noch irgendwie überstehen müssen. Das nächste rote Signal. So, wenn wir jetzt auch an einem halten, oder haben wir immer das Glück, dass wir jetzt praktisch zwar eingebremst werden, aber grüne Welle haben? Sieht's gut aus. Nächste Route. Seht mal, alter IC, wunderbar. BR-103 mitsamt ihrem IC. Zug. Da fährt er. Das macht es leider nicht einfacher. Ja, es geht munter so weiter. Den roten Signalen. Da müssen wir jetzt leider einfach durch. Es ist ja wie gesagt nur bis Düren. Danach haben wir freie Fahrt.
So, und es sind ja jetzt auch nur noch 13 Kilometer. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit der Güterzug von uns entfernt ist, wie viele Kilometer, aber ich denke mal so 5, 6, 7 Kilometer wird er wohl entfernt sein. Sodass er dann auf jeden Fall früher am Dürener Hauptbahnhof ist und dann dort auch auf Seite fahren wird. Anhalten müssen wir da sowieso. Ja, eh, ein geplanter Zwischenhalt. Und danach haben wir dann auf jeden Fall freie Fahrt bis Aachen. Langsam aber sicher kommen wir Düren näher. Dann ist dieses Brems-Beschleunigungsspiel auch vorbei. Müsste ja jetzt fast in Düren sein, der Güterzug. Der fährt da. Düren ist hier Düren? Nee. Hier ist Düren, ja. Er ist ja fast da. Ist ja fast da. Noch Ticker. So, in der Karte kann man nämlich keine Siefer drücken, das habe ich gelernt. So, da ist der Güterzug. Und da ist Düren. Der hat sie fast erreicht. Da sind wir. Irgendwo davor ist der Güterzug. So, der Güterzug hat ihn erreicht. Die sind auch gleich da. Kommt da. Sieht nach einem RE aus. Sehr schön. Wie gesagt, der KI-Verkehr ist hier wirklich sehr präsent, wurde nicht zu viel versprochen, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. So, wir haben noch 2,5 Kilometer bis Düren. Dort steht ein Auto. Ist das der Güterzug, der uns aufgehalten hat? Es kann natürlich sein, dass er jetzt hier kurz vor Düren nur an einem roten Signal aufs Seitengleis gefahren ist.
Es kann sein, dass er das war. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus. So, da sind wir. Ach, warum bremsen wir denn jetzt? Na komm, löst euch. Ach, was war das jetzt? So. Fahren wir jetzt hier in den Dürener Hauptbahnhof ein. Pünktlich würde ich sagen, trotz der kleinen Bremsung gerade, warum auch immer. Ja, bremst doch. Meine Güte, ey. Verlässt man sich auf die LZB oder ist man bald verlassen? Na egal, ich sehe hier auf jeden Fall in Düren. Wir brauchen so dritte Gitter. Ja, ich glaube, wieder schließen hier. Steigt eh keiner aus. Würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Etwas holprige Fahrt bis hierher. Ich hoffe, das sieht jetzt bis Aachen besser. Aber wir sollen noch warten bis 25. Das tun wir natürlich. Können die letzten Fahrgäste, die ein wenig später kommen, noch einsteigen, hier kurz vor knapp kommen. Und dann werden wir unsere Fahrt gleich fortsetzen. So. Bremse lösen. Dann fahren wir weiter. Nächste Station, Aachen Hauptbahnhof.
Beeinflussung. LCB-Ende. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ist die LCB gleich zu Ende? So, dann fahren wir halt mit PZB bis Aachen, wie es aussieht. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Jetzt noch 23 Kilometer. 18:47 sollen wir dort einfahren. Das sollten wir eigentlich schaffen. Wir sind ja relativ pünktlich in Düren gewesen, sind dort auch relativ pünktlich wieder losgefahren. Und ohne irgendwelche Zwischenprobleme, beziehungsweise ohne irgendwelche Zwischenfälle, sollten wir auch pünktlich in Aachen sein. Also mit Zwischenfällen meine ich jetzt irgendwelche roten Signale oder Zwangsbremsung. Wobei wir für rote Signale natürlich gar nichts können, für Zwangsbremsung eventuell schon. Ein schöner Güterzug. Glaube, den nennt man so Mischer, weil der verschiedene Wagen drin hat. Oh, 612er. Nice, nice, nice.
kleine Unterbrechung, aber nichtsdestotrotz machen wir hier weiter. So, 0:20 gleich. Im Übrigen ist dies das letzte Video vor Weihnachten. An Weihnachten selber komme ich, glaube ich, leider nicht dazu, ein Video zu machen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber Weihnachten gehört einfach der Familie und ich de denke, ihr habt dafür Verständnis. Und es müssen noch einige Vorbereitungen getroffen werden und ja, ihr kennt das ja selber. Alle, die die Kinder haben, wissen, wovon ich rede. Weihnachten ist einfach ein Fest der Liebe, ein Fest der Familie und da möchte ich nicht hier stundenlang unten am PC sitzen und da gehört meine Zeit einfach der Familie, der Kinder. Im Übrigen habe ich Montag Geburtstag, ich bekomme Besuch und ja, das sind da so Dinge, wo ich da ungern sagen möchte, hey Leute, schön, dass ihr hier seid, aber ich muss mal kurz mal für eine Stunde, anderthalb nach unten verschwinden. Aber seid gewiss, zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich versuchen, euch Content zu bieten. Ich habe da nicht so viel zu tun. Das habe ich mir schon sagen lassen. Sodass ich da wahrscheinlich Zeit habe, dann auch mal euch ein kurzes Szenario zu präsentieren. Nur an Weihnachten selber ist das leider nicht möglich. Ich hoffe und ihr habt dafür Verständnis. Aber ich denke schon, so eine Hamsterbacke, die sehen wir auch zum ersten Mal. So, gleich 110. Wir sind hier ein wenig eingebremst, weil jetzt auch der kurvige Bereich der Strecke beginnt. Also von Köln bis Düren ist noch, sage ich mal, eine Schnellfahrstrecke. Habt ihr ja selber gesehen, 250 hätten wir fahren können, wenn wir nicht diesen Güterzug vor uns gehabt hätten. Aber danach geht es dann ab Düren bis Aachen, wird es dann leider etwas kurvig und kommen dann die langsamen Fahrstellen, an denen dann wirklich vorbei ist mit dem Schnellfahren. Aber ja, das ist dann halt so. Das ist nun mal die Streckencharakteristik. Da kann man nun mal leider nichts mehr machen. Das ist ja auch im Vorbild so. Die Strecken sind hier sehr nah am Vorbild, wenn nicht sogar absolut auf den Punkt genau realistisch. Und da gehört es natürlich dazu, dass dann auch die langsamen Fahrstellen dazukommen, die es da halt immer so gibt zwischendurch. So, dort steht wieder ein Güterzug wartend, noch abgestellt, ich weiß es noch nicht genau. Nee, wartend, der hat das Signal vor sich. Das kann man, glaube ich, ganz deutlich sehen. Ich jetzt mal ein wenig, der steht hier an. Nee, der ist doch abgestellt, tatsächlich. Okay, dann verbessere ich mich, der ist abgestellt, alles klar. Der Zug fährt vorne dran. Dort steht wieder eine 612. Kann man, glaube ich, ganz deutlich erkennen. So, wir haben jetzt gleich noch 10 Minuten bis Aachen. Wir können jetzt auch gleich wieder beschleunigen auf 140 immerhin. Ist ja schon mal was. Das und wir keine Zeit verschwenden. Es ist spät, die Leute wollen nach Hause. Fragt mich bitte nicht, in welchem Zeitraum jetzt dieses Szenario spielt. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, welches Datum wir haben. Aber da es in dieser Zeit schon duster ist, und zwar richtig duster, wird es wahrscheinlich im Winter sein. Ob es jetzt genau Heiligabend ist, Winter, beziehungsweise irgendwie in der Nähe von Weihnachten ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall Winter. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, weil es halt um 18:30 Uhr, beziehungsweise war es schon deutlich vorher dunkel. Es war ja schon dunkel, wo ich losgefahren bin. Und das war irgendwas mit 17 Uhr. 17 Uhr irgendwas.
18 Uhr. Es war schon 18 Uhr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es schon dunkel, wo wir losgefahren sind. Ich hätte das, wie gesagt, dieses Szenario gibt es in zwei Versionen. Einmal in hell, einmal in dunkel. Und hell wird dann wahrscheinlich irgendwann am Nachmittag stattfinden. Und dunkel halt dann ab 18 Uhr und später. Sonst wird es ja keinen Sinn machen mit hell und dunkel. Wir sollten jetzt mal so langsam, aber sicher gleich auch mal langsamer werden, weil wir ein rotes Signal vor uns haben. Das heißt, wir gehen noch runter auf mindestens 80. Und jetzt hier wieder eine 6-12 km. Okay, das hat sich dann auch erledigt. Dann können wir wieder beschleunigen auf zumindest 120, was uns gleich erwarten wird. Ach Gott. Das mit den 120 hat sich dann auch schon wieder erledigt, weil dort noch ein RE wartet. Schiebend. Wir können runtergehen auf 80. Auch schon mal. Wir haben mal 40. Die 40 auch erreicht, kann ja auch nichts mehr schief gehen. So, da haben wir das rote, gelbe Vorsignal. Und das rote Hauptsignal befindet sich hinter dem Bahnsteig. Das seht ihr ja ganz oben an der Grafik. Und dass uns das nicht mehr in die Quere kommt. Wenn wir hier schön in den Aachener Hauptbahnhof einfahren.
Das ist der 500 Hertz Magnet. Direkt dahinter, das ist wieder so eine Sache. Naja, lassen wir das. Öffnen die Türen. Jetzt hier, oder müssen wir links? Habe ich doch. Ah, jetzt hat das gerafft. So, das hätten wir auf jeden Fall soweit erledigt. Ich glaube, wir können ja mal den hellen Lichtstrahl ausmachen. So, das war unsere etwas, ich gebe zu, holprige Fahrt nach Aachen. Aber eigentlich ging es ja noch. Wir haben es alles pünktlich erreicht. Zwangsbremsung gab es auch nicht. Von daher war das eine sehr schöne Fahrt, finde ich. So, die Fahrt endet hier auf jeden Fall. Bitte nicht einsteigen. Ich denke mal, dass der Zug hier in die Abstellung fahren wird, nachdem der Ausstiegsprozess bezogen wurde. Dass er dann hier Feierabend macht, beziehungsweise wir auch Feierabend machen, das ganze Zugpersonal Feierabend machen wird in Aachen. Jetzt fängt es auch mal an zu regnen. So, der macht auch Feierabend. Hier wird gleich der RE1 einfahren um 18:51 Uhr auf dem Weg nach Hamm-Westfalen. Das ist natürlich noch eine Strecke. Der hier hat auch Feierabend. Eine Minute Verspätung sogar. Okay. Oh, hier steht noch eine abgestellte SBB Flirt. Rabe 523. Auch sehr schön. Einiges los hier in Aachen. Also es war ein sehr, sehr schönes Szenario mit viel KI-Verkehr, mit einem Güterzug, der uns auf dem Weg von Köln nach Düren eingebremst hat. Ansonsten war das wirklich ein doch launisches Szenario. Es wurde nicht langweilig. Vor allem vom KI her muss man wirklich sagen, hat mir das sehr gefallen. So viel KI in einem Szenario, das gefällt mir. Und bei Regen sind wir hier angekommen, beziehungsweise es hat angefangen zu regnen, als wir hier schon waren. Mit dem Wetter hatten wir auch Glück. Wir haben einiges gesehen am Baurhein. Hier in Aachen steht auch einiges rum. Man muss auch sagen, der Aachener Hauptbahnhof ist auch ein sehr schöner Bahnhof. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich war ja schon dort zu sehen auf meinem Kanal. Und der nächste Bahnhof, den ich besuchen werde, wird auf jeden Fall der Dresdner Hauptbahnhof. Wann das genau sein wird, werdet ihr noch sehen. Die Rabe-Übungsausfahrt.
So, und für uns wird es auch gleich enden. Das Szenario. 18:52 hat er hier Abfahrt. Ob der noch irgendwo hinfährt oder wirklich in die Abstellung fährt, ich weiß es nicht. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Auf jeden Fall ist jetzt hier gleich Schluss. Unsere einzige Handlung wird jetzt wahrscheinlich noch sein, die Türen schließen. Dann hat sich das. So, sollen wir noch bis 18:52 Uhr warten? Das tun wir natürlich. Jetzt noch gute 3,5 Minuten. Das Bordbistro. Erste Klasse. Ich muss sagen, die erste Klasse vom ICE 1 ist wirklich sehr, sehr bequem. Das ist wirklich so. Ihr seht die Beinfreiheit. Die Tische hier, also ich finde es wirklich gelungen. Das ist wirklich eine richtig schöne erste Klasse. Aber auch die vom ICE 3 gefällt mir sehr, muss ich ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass der ICE 3 keine schöne erste Klasse hat. Also die tun sich da nicht viel. Und hier sind die Abteile. Da saß ich zum Beispiel noch nicht drin, muss ich ehrlich sagen. Das ist der Ruhebereich. Ah ja. Ja, dort soll man möglichst ruhig sein. Vor allem nachts oder abends. Oh. Wir nehmen uns halt wahrscheinlich Ausfahrt. Oder war das? Ne, das war der da hinten. Das war er hier. Er hat Ausfahrt, wahrscheinlich. Hatte die Tür wieder geöffnet. Naja, lassen wir das. So, gehen wir weiter hier durch den Zug. Wird auch noch alles zur ersten Klasse hier. Das sieht man immer schön an den Sitzen. Wieder Ruhebereich. Oder nee, das ist nur die normale Abteile. Okay. Und hier ist Führerstand. So, nehmen wir nochmal nach vorne. Dann sind wir auch gleich dran mit Türen schließen. So, jetzt hat er endgültig Abfahrt. 18:51 Uhr, pünktlich. Haben wir denn hier die Tür geöffnet? Hä? Na egal, lassen wir das. Steigen wir ein. Jetzt los. Hey! Ist jetzt durch hier oder was? So, wir verriegeln die Türen und zwar alle. Damit hätten wir das erledigt. ICE 735 nach Aachen Hauptbahnhof. Wir erhalten Diamant. Wie gesagt, das ist ein Szenario-Mod, was es runterzuladen gibt. Zwei Versionen, einmal in hell, einmal in dunkel.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Zeit. Seid friedlich zueinander. Beschenkt euch, wenn euch das wichtig ist. Ich finde, das Wichtigste ist, mit der Familie zusammen zu sein, mit Freunden zusammen zu sein, mit den Liebsten zusammen zu sein. Habt eine richtig schöne, besinnliche, friedvolle Weihnachtszeit. Die wünsche ich euch von ganzem Herzen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir vor allem treu. Ich danke euch für über 19.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was ihr mir machen konntet. Vielen Dank, ganz ehrlich, das sage ich von ganzem Herzen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ihr hört mich dann auf jeden Fall nach Weihnachten wieder, noch in diesem Jahr versprochen. Und ja, bis zum nächsten Mal in einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein, bye, bye.